So Leute, da sind wir wieder. Wir haben jetzt unser Team mit 3 Leuten zusammengestellt und ich guck jetzt erstmal ein bisschen rum, was ich noch so einkaufen kann. Also was noch so alles ansteht. Wo die restlichen Teammitglieder sind vor allem, die ich mit reinholen kann, weil ich würde schon gern wissen, wo Irina und Quinn sind. Und Duck. So. Really? Hier müssen wieder Leute geladen werden. Irina! Hier ist Irina! Irina, wie soll man die denn? Boah! Mir wäre es lieber, wenn die irgendwo anders wäre. Wie soll man die denn hier finden? Es war jetzt Glück, dass ich zufällig in die Richtung geguckt habe. Der wird wahrscheinlich springen. Tu's nicht! Wow, der steht echt ganz schön an der Kante. Der ringt gerade noch mit sich selbst. Und ich suche immer noch Gwyn. Und Duck. Aber wir gehen erstmal zu der Mission. Kirsti. Ach, das ist wieder so eine Erklärungsmission. Na, dann machen wir es einfach. Siehst du, da haben wir es schon. Es gibt verschiedene Sondenarten. Ja, dann benutze ich doch für ein Gebiet mal immer nur eine Sonde, oder? Fördersonde, Forschungssonde, Depotsonde. Okay. Ja, da haben wir noch einen Tyrannen geowned. Okay. Knotenpunkt an, wo du bereits einen Datensammler installiert hast. Dann gehst du auf Sonde ändern und voila, schon kannst du den Knotenpunkt mit deiner neuen Sonde aufrüsten. Sonden hast du, oder? Also komm, ich gebe dir ein paar Fördersonden. Betrachte sie als Geschenk, aber hängt das bitte nicht an die große Glocke. Ich bin kein Wohlfahrtsverein. Okay. Also nochmal zum Mitschreiben. Du reist zu den 2 Knotenpunkten, du installierst jeweils eine Datensonde, dann rüstest du die Sonden zu Fördersonden auf. Okay. Da muss man jetzt mal gucken. Boah, das sind aber 3 Punkte jetzt. Missionen, welche ist aktiv? Gut, Leute, da haben wir erstmal eine Mission, die wir... ja, klar, warum nicht? Machen wir das erstmal, aber da muss doch wohl irgendwo noch Duck und Gwyn sein. Einen von beiden würde ich nämlich noch ganz gerne mitnehmen. Um ehrlich zu sein, würde ich gerne die... Lin raushauen.
Und der Duck sah aus, als könnte er tanken. Den Duck mit reinnehmen, die Irina mit reinnehmen und Elmar mit reinnehmen. Genau, Elmar. Da vorne ist ein gewisser Julius. Oh, verdammt, jetzt stand ich auch schon wieder ganz knapp an der Klippe. Was ist hier noch? Da wird ein Aufzug gerufen. Stella. Ach, hier wird irgendein Aufzug gerufen. Ach, hier ist er. Ah, und jetzt fahren wir... Ja, okay, wir können auch erst noch ein bisschen hier die Stadt angucken. Das kann ja nicht schaden. Hier sind wir in dieser komischen Stadt. Ja, ist Wohnviertel, ganz genau. Das ist mir jetzt nicht eingefallen. Warum brauchen das immer so lange zum Laden? Das nervt. Hier kann man auch noch Dinge finden. Ah, dazu braucht man Mechanik Level 3. Gut, so weit sind wir noch nicht. Irgendwo, alles hier kannst du irgendwie nur mit Mechanik erkunden. Boah, das lädt echt lange. Na gut, ist auch eine große Welt. Verständlich, also. Omella, Hope, Quentin. Das war Quinn, gell, nicht Quentin. Ah, okay, die wollen alle nur mit irgendwem reden. Ja, das ist Kirche. Okay, benötigter Level 21. Boah, das dauert noch eine Weile. Weiter. Hier fahren sogar Autos lang. Was passiert, wenn wir uns vor die stellen? Die fahren einfach durch. Stark. Das sind richtige Autos. Ayua und In, was ist hier? Did you hear? Das ist auch ganz schön großes Gebiet hier, das Wohnviertel alleine schon. Oh Gott, ich bin in irgendeine Pampe gefallen. Komme ich hier auch wieder raus? Ja, super Sache. Aber auch hier runter. Ich will es gar nicht probieren. Jetzt habe ich es doch gemacht. Scheiße. Boah, es geht wirklich bis hier runter. Gott. Aber hier unten ist auch wirklich nichts. Absolut nichts. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier wirklich der richtige Weg ist, aber kann man hier hochlaufen? Kann man. Und der führt uns auch noch darüber. Boah, krass. Okay. Das ist echt riesig. Das Schiff hier. Dieser Wund, dieses NLA, das ist wirklich ziemlich, ziemlich groß. Das ist echt der Hammer. Das wird eine Weile dauern, bis ich mich damit vertraut gemacht habe. Aber eigentlich wollten wir das ja auch gar nicht machen. Wir wollten rausgehen und Monster verhauen. Oh Gott, was für eine lange Treppe. Ich komme mir gerade vor wie bei Super Mario 64, diese endlose Treppe hochzulatschen. Ja. Was ist jetzt los? Alles gut. So. Wer ist hier? Fock. Heißt der wirklich Fock? Okay, gut. Ja, wenn er damit glücklich ist, dass er Fock heißt, dann ist alles gut.
Ich würde sagen, das lass mal. Wir gehen jetzt einfach weiter zur nächsten Mission. Irina und Gwyn werden... ich weiß vielleicht, wo wir sie finden könnten. Komme ich jetzt die Map? Ich würde gern... Ach, kommt schon. Gut, nee, das wird nicht. Dann müssen wir dann dahin laufen. Ich dachte, ich könnte irgendwie hier vielleicht auf der Karte schnell reisen, aber anscheinend geht das doch nicht. Ich habe es zumindest jetzt noch nicht herausgefunden, wie es geht. Und zwar wollte ich erstmal wieder hoch. Ich frage mich, was hier diese Leute zu bedeuten haben, mit denen man so richtig reden kann. Die sagen einem nämlich auch irgendwie meistens nichts Sinnvolles. Also gehen wir weiter zum nächsten Teil. Ich wollte eigentlich, ich muss erstmal wieder irgendwie hochkommen. Ich weiß es noch gar nicht, wie ich wieder hochkomme. Ach, da war doch irgendwo der Aufzug, gell? Ich bin doch mit einem Aufzug hier runtergekommen. Na, dann passt das doch. Gott sei Dank, ist mir wieder eingefallen. Ja, hier. Oh, schön. Hier, ja. Alles gut. Ich wollte nämlich mal in diesen Bereich hin, wo wir zu Anfang an rausgekommen sind. Da Westtor, der Eingang. Dass wir da vielleicht Gwyn finden wenigstens. Oder Duck. Weil wo Duck ist, kein Plan. Aber vielleicht Gwyn. Oder Duck und Gwyn halt nicht. Das ist gehüpft wie gesprungen. Oh nein! Oh nein! Ja, super. Oh, es muss doch irgendwie gehen, dass wir schnell reisen können. Das muss doch irgendwie möglich sein. Nee, das nicht. Verwaltungsbezirk hier, Industriegebiet. Jetzt habe ich das hier alles auf der Karte. Das kann ich euch leider nicht zeigen. Ich hoffe, dass hier irgendwo mal was ist. So schnellreisemäßig. Nichts, überhaupt nichts. Gut. Gut, dann muss ich jetzt wieder hier hochlatschen. Das ist ja fantastisch. Also ich habe mich schon manchmal irgendwie beschwert, dass die Welt zu klein ist. Jetzt beschwere ich mich ein bisschen, dass die Welt zu groß ist. Weil ein Großteil davon ist halt wirklich unwichtig. Oh nein, oh Gott sei Dank. Wenn ich jetzt wieder runtergefallen wäre... So, jetzt sind wir wieder in dem scheiß Wohnbezirk. Und müssen wieder zurückkommen. Wo ist der Aufzug? Vorne bei der Kirche war der. Da. Wer baut denn da so tiefe Löcher hin? Haben die keine Angst, dass Kinder übers Geländer fallen? Das passiert häufiger, als man denkt. So, jetzt muss man hier unten wieder den Aufzug rufen. Und wieder rauf. Und ich verspreche euch, diesmal falle ich nicht runter. Ich versuche es zumindest. Also nicht absichtlich. Das gerade war auch eigentlich mehr unfreiwillig. So, weiter.
Ich will nämlich irgendwie in diesen komischen Bezirk kommen. Aber irgendwie... Wir sind doch da mit dem Heli hingekommen, oder? Jetzt will uns keiner mehr dahin fliegen, oder was? Weil da drüben ist der Ausgang zum Westtor. Vielleicht, wenn wir hier runtergehen, muss man einfach dahin laufen. Er hätte sich jetzt beide Beine gebrochen bei dem Sturz aus der Höhe. So, und jetzt rennen wir einfach dahin, weil da drüben ist dann der Bezirk und da hoffe ich dann auch, dass wir irgendwie Quinn oder Duck finden, irgendeinen davon. Scheiß auf die Absperrung. Transporterpilot. Warte mal, kann man hier vielleicht... Oh, da drüben sind Quests. Ist das... Nee, das ist Quinns, okay. Nee, Quinn wurde ja auch mit G geschrieben. Da drüben sind Quests, die nehmen wir noch auf. Habe ich auch so bei Xenoblade Chronicles gemacht, einfach jede Quest angenommen und die dann so nach und nach gelöst. Ja, und so machen wir das auch hier. Oh Gott, die heißt Yo. Habe ich ein Händchen für Maschinen? Sage dir, dass du bei Bedarf weißt, wie herum man einen Schraubenzieher hält. Das weiß ich wirklich. Das ist gut. Oh, hitzebeständige Rohre, solche habe ich gefunden. Die kann ich ihr gleich... Ah, das hier ist dann, sind dann solche Item-Missionen. So, und jetzt kann ich dann nämlich das gleich wiedergeben. Super, da haben wir ja schon super gesammelt. Meine Chefin hat gefragt, warum die Expressomaschine nicht geht. Ich sagte ihr, sie habe sich krank gemeldet. Ach du Scheiße, was ist denn das für eine dumme Ausrede? Ja, bitte. Hier, bitteschön. Trink keinen Kaffee. Also die ist ja wirklich richtig unfähig. Jetzt rennt sie weg. Ja, zum Glück sind wir immer so hilfsbereit. Verheerend für Elektronik, cool. Alles kriegt sie kaputt. Cool. Nein, überhaupt nicht. Oh, so, damit hat sich unser
Ziel, erstmal Gwen oder Gwyn und Doug zu finden, wieder verändert, zu suchen wir erstmal das Mädel. Oh, man kommt nicht auf die Dächer, das ist doch scheiße. Und vor allem müssen wir jetzt bis ins Wohnviertel rennen. Oh, dann nehme ich erst die andere Quest auf, das ist mir jetzt zu blöd. Guess what? Und danach suche ich die dann. Strength comes from experience. It's true on any planet. Hier. Justin. Gott, die haben irgendwas geschrottet. Das sind Raufbolde. Parken für Blades ist hier verboten. Oh, Raufbolde gibt's überall. Der Typ, der wirft aber auch mit Wörtern um sich. An einem Streit mit Pöbel wie euch habe ich kein Interesse. Reine Zeitverschwendung, das ist. Der hat's echt drauf. Glanzvoll auftreten, auf jeden Fall. Seht ihr? Ich wette, der spielt sich nur auf, dieser Justin. Ich glaube nicht, dass der einen von denen auch nur verprügelt hätte. Wisst ihr? Der hätte nichts geschafft. Mitgefühl zeigen. Ja, das wäre ich, dass du Blade bist, darauf wäre ich auch gekommen. Ja. Ich denke, vielleicht haben wir die Teile schon dabei. Na, das wollte ich eigentlich nicht. Verdammt, scheiße. Ich bin kein Held. Okay, ob ich sowas schon gesammelt habe, weiß ich nicht. Nee, das habe ich wirklich noch nicht gemacht. Na super. Ah, da war ich schon so weit unterwegs und habe immer noch nicht die Dinger gesammelt. Was sind hier eigentlich diese kleinen Zeichen an den Häuserchen? Ach, das sind alles hier diese Missionen, diese Harmonie-Missionen. Nicht zu wissen, wo dieser Gwyn ist, Team. Ja, also kannst auch nirgendwo rausfinden, wo die sind. Gut, Leute, wir machen jetzt hier erstmal eine kleine Pause. Die Mission von lasst uns die Sonden reinstecken und ein paar Monster klatschen, beziehungsweise die Teammitglieder finden, hat sich erstmal verändert zu laufe sinnlos durch die Stadt und helfe irgendwelchen Leuten. Ja, nächstes Mal dann richtig. Also bis dann, haut rein.